Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Es gibt mal wieder eine Spielanalyse und heute das Ganze vom Zendergs, der hier im Brau sich für die Briten entschieden hat. Wir sind in einem KI-Spiel gegen die KI auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und wir spielen auf der Karte Green Arabia und die wir sehen, also das ist eine Version von Arabien natürlich, von Arabien. Und in Klammern sehen wir hier das Wort Newbie und das, was das genau zu bedeuten hat, das werden wir jetzt gleich sehen. Die Karte habe ich so in der Form auch noch nie gesehen und das finde ich halt sehr interessant, deshalb finde ich, das ist auch eine gute Gelegenheit, solche Karten mal vorzustellen, dass der Zendergs hier mir das eingeschickt hat. Und zwar habt ihr gesehen, dass alle Schafe direkt hier am Start neben dem Town Center zu finden waren und beide Wildschweine auch sehr, sehr nah dran sind und die Rehe eben auch. Die Bären sofort in der Nähe. Man kann halt alle Ressourcen in kürzester Zeit finden auf dieser Karte. Das heißt, man muss nicht so viel mit Scouting verbringen. Man hat die Chance, seine Ressourcen relativ früh alle zu finden. Was auch bedeutet, dass man, wenn man eine Build Order übt, seine Ressourcen sofort findet und nicht ja, sozusagen durcheinander kommt, weil man improvisieren muss oder sowas. Dann hat man immer garantiert seine Standardressourcen parat. Und das finde ich ist eine sehr, sehr coole Sache für Anfänger, um das zu üben. Ich werde, wenn ich es im Steam Workshop finde, oder vom Zendergs, der kann das wahrscheinlich auch bereitstellen, nochmal verlinken, dass ihr das auch, falls ihr mit solch einer Karte üben wollt, dass ihr da Zugang zu bekommt. Das finde ich nämlich wirklich eine schöne Sache. Jetzt schauen wir erstmal natürlich, was der Zendergs so macht. Bis jetzt sah das Ganze hervorragend aus von ihm. Er hat die Schafe sehr, sehr effizient aufgebraucht. Mit den Briten geht das Ganze natürlich noch einen Tacken schneller, weil die einen Sammelbonus haben. Er hat 4 direkt auf Holz gepackt, was uns darauf bringt, dass er wahrscheinlich einen Archer Flush spielen wird, was mit den Briten natürlich auch eine hervorragende Strategie ist. Und jetzt sehen wir auch etwas, wo ich wirklich stolz bin, dass er das so packt. Und zwar lockt er hier sein zweites Wildschwein an, hat er natürlich auch gut gemacht. Und jetzt fängt er an, seine Rehe anzulocken, was natürlich ein hervorragender Boost noch ist auf seine Wirtschaft. Und lockt hier wirklich alle seine Rehe an. Das finde ich sehr, sehr gut. Sieht man bei Anfängern nicht so oft. Und gerade auf so einer Karte kann man das wirklich hervorragend üben und gegen die KI natürlich auch immer noch eine gute Sache, weil die KI macht das halt nie. Die kann das nicht. Das bringt halt einen riesen Bonus für die Wirtschaft nochmal, weil die halt pro Stück hier 140 Nahrung nochmal haben und das sammelt man halt genauso schnell wie ein Wildschwein, also die schnellste Nahrungsquelle. Jetzt sind wir hier bei 21 Populationen, eine mehr würde er, wenn er genau die Build-Order spielt, die ich gezeigt habe im Tutorial, auch machen. Er holt sich Loom, also können wir davon ausgehen, dass er genau nach dieser Build-Order spielt. Ist jetzt hier fertig und geht ab jetzt in die nächste Zeit. Hervorragendes Timing auch auf jeden Fall, bis hierhin sieht das alles wunderbar aus. Und wir sehen, er hat halt jetzt seine zwei Rehe geschlachtet, aber hat halt schon seine Dorfbewohner um, dass halt auch von den Ressourcen, die er dann gleich brauchen wird, alles da ist. Lässt es sich aber nicht nehmen, noch dieses letzte Reh reinzupushen, damit da auch noch das letzte Stückchen zusätzliche Nahrung rausgekitzelt werden kann. Gerade will das Bami nicht so richtig und läuft wieder zurück, vielleicht ist er dann gefrustet und lässt es bleiben. Die Kaserne ist ein bisschen spät, wir sind jetzt hier schon bei über 70% und das Ding ist noch nicht fertig. Man musste bei spätestens 60% anfangen, so ein Ding zu bauen, dann wird das auch rechtzeitig fertig. Jetzt sehen wir nämlich, ist es in der Vorteilzeit und er braucht noch ein bisschen, bis diese Kaserne durch ist. Jetzt ist es fertig und man kann schnell die zwei, also bestenfalls zwei, jetzt sind sie da, Schienenanlagen bauen. Jetzt würde ich auch sehr gerne, sobald es geht, das Holz-Upgrade hier sehen. Ich springe mal hier bescheuert hin und her und warte, wann das kommt. Es muss sofort kommen, du kannst es dir schon leisten. Also, wo bleibt es? Wo bleibt das Upgrade? Wo bleibt das Upgrade? Also, du hast schon angefangen zu produzieren. Nee, jetzt kommt das Upgrade. Also, ein kleines bisschen zu spät. Das sofort machen, das ist wichtiger, als die ersten paar Bogenschützen rauszuholen. Aber ansonsten, hervorragendes Timing auch. Alles super gemacht bis jetzt. Die nächsten alle auf Gold hier geschickt, das heißt, da ist die Produktion schon gesichert. Jetzt kommen die, wie in der Build-Order von mir erklärt, alle hier auf Holz, bis man sich die 4 Farmen leisten kann, die die Produktion auch unterhalten können. Aber da du eben die Rehe hier parat hattest, hast du lange, lange kein Problem mit Nahrung. Das hat er also auch sehr, sehr clever gemacht alles. Wir sehen sehr, sehr viel Nahrung noch in der Bank. Da muss man wirklich nicht sich Sorgen machen, dass da noch irgendwas passiert. Und jetzt hat der Gegner schon ausgekundschaftet und hat gesehen, ich mach mal ein kleines bisschen langsamer jetzt, dass hier das Gold ist, also das ist eine, und auch das Hauptstein, das heißt, das hier ist ein so guter Angriffspunkt. Hier hinten noch eine große Angriffsfläche natürlich mit dem ganzen Holz. Hier hinten haben wir gesehen, hat der Gegenspieler sich dafür, also der KI-Spieler, dafür entschieden, eine Mühle zu bauen, was halt nochmal ein bisschen Holz kostet. Aber jetzt zieht er schon los mit seinen Bogenschützen hier und baut auch in der Zwischenzeit seine Schmiede, um dann auch das erste Reichweiten-Upgrade zu holen. Das ist vom Timing her auch super. So würde ich das sehen. Und hier sieht er noch ein Ziel, das er direkt angreifen kann. Und das macht er auch. Und holt sich jetzt hier, wenn er darauf aufpasst, diese zwei Villager-Picks. Also den einen müsst ihr auf jeden Fall kriegen. Ja, die eine hat er. Dann bleibt er aber erstmal hier stehen. Ist aber auch nicht so tragisch. Jetzt kommt Fletching halt rein, die Befiederung auf Deutsch. Und er kann schon mal den Goldspot von seinem Gegner angreifen. Hat also hier ihn schon mal vom Holz vertrieben und weiß, dass er wahrscheinlich hier zurückkehren wird. Das ist sehr gutes Scouting von ihm und auch ein guter Angriffspunkt einfach. Und jetzt sehen wir, kommt die feindliche Armee mit sehr vielen Speerträgern. Er hat auch Scout-Kavallerie dazu gemacht und seine eigenen Bogenschützen, die aber noch kein Fletching haben. Und jetzt macht Zendergs genau das Richtige. Er hat zwar eine Übermacht gegen sich, aber er nutzt seinen Vorteil, den er mit upgradeten Bogenschützen hat, aus, schießt und läuft zurück. Er macht ein gutes Micro hier. Das finde ich sehr, sehr gut.
Natürlich kann er mit dieser Armee nicht gewinnen, da er eben zwei Speere hat, aber er holt das Maximum aus, diesem Kampf heraus. Hat auch eben diese unnötigen Speerträger, die der Gegner gemacht hat, ganz schön dezimiert. Wenn er vielleicht noch diesen Scout kriegt, dann wäre es super. Ja, jetzt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, denn Scouts sind sehr, sehr teuer. Und jetzt hat er hier halt schon die nächsten paar Leute parat und ist jetzt in einer sehr, sehr guten Position, die Gegner im nächsten Angriff zurückzustoßen, auf jeden Fall. Hat hier auch seine Häuser super benutzt, um sich ein bisschen abzuwallen. Das sehe ich auch immer gerne. Zu Hause sieht die Wirtschaft auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Jetzt ist er mit den Beeren fertig. Mal schauen. Die schickt er direkt auf Holz. Ist eine gute Sache. Er braucht auf jeden Fall noch mehr Felder. Die müsste er demnächst bauen. Und dann kann er sich auch schon auf den Weg in die nächste Zeit im Prinzip machen. Das kann er bald schon erledigen. Hier ist er so ein bisschen mit seiner Armee durch die Gegner durchgelaufen. Da würde ich empfehlen, immer zu patrouillieren. Da gibt es auch einen Hotkey für. Bei mir ist der auf Q. Aber den kann man sich natürlich einstellen, wie man möchte. Oder den Angriffsmove. Der ist auch sehr gut. Gibt es in den Erweiterungen. Dann kann man halt, wenn man zum Gegner läuft, die Gegner auch unterwegs schon angreifen. Jetzt war das eben so, dass die Armee durch den Gegner so ein bisschen durchgelaufen ist und den etwas später erst angegriffen hat. Aber diesen Kampf hat er trotzdem gewonnen und er hat jetzt hier seine kleine Armee schon bereit. Schauen wir mal, wie es mit den Feldern momentan aussieht. Jetzt sind wir bei 9 Farmern. Da hätte man auf jeden Fall, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon mehr Felder haben können. Ist aber auch nicht so tragisch. Wir sehen, es ist noch von den Ressourcen her alles sehr, sehr gut. Also wir brauchen ja Holz und Gold für die weitere Bogenschützenproduktion, die hier auch sehr, sehr konstant weiterläuft. Und nebenbei müssen halt diese Felder gemacht werden, damit man sich bald auf den Weg in die nächste Zeit machen kann. Demnächst würde ich, also ich würde noch ein, zwei Felder mehr hier machen und dann kann man sich die Schubkarre holen und danach in die nächste Zeit abklicken. So, jetzt schauen wir mal, was mit dieser Armee hier los ist. Die zieht nochmal gen Feind. Ich kann es nochmal ein bisschen schneller machen, dass wir hier bis zum Actionpunkt sozusagen kommen. Jetzt ist wieder dieser einsame Dorfwohner hier unterwegs. Den vertreibt er ganz, ganz schnell und zieht wieder zum Gold. Also hat auch das richtige Auge dafür, welche Ressourcen man angreifen muss. Gerade da der Gegner ja auch auf Bogenschützen geht, der ist übrigens Hunde. Und immer noch das Upgrade nicht hat. Jetzt, da werden immer auch die Skirmisher nicht so wirklich viel helfen, weil die eben zahlenmäßig unterlegen sind und weil Zendax eben das wichtige Befiederungs-Upgrade schon hat. Und jetzt kann er hier vom Hügel aus auf die Gegner runterballern und natürlich auch die gegnerischen Dorfbewohner vom Gold vertreiben. Hat hier noch einen Kill gekriegt und da der KI-Gegner hier auch sehr viel Speerträger und Speer macht, weiß Zend und halt auch dieser Skirmisher, der eben dabei war, der eine Plänkler, weiß Zendax eben, dass der Feind hinterher sein wird, wenn es darum geht, in die nächste Zeit zu kommen. Er macht jetzt hier auch wunderbar schon das nächste Wirtschaftsupgrade, das er dann gebrauchen kann, um danach in die nächste Zeit zu gehen. Wir haben auch schon fast die Ressourcen, um das Ganze zu machen. Und das Ding ist eben, dass dein Gegner sehr, sehr viel in nahrungsintensive Einheiten investiert hat. Und Nahrung ist in diesem Zeitpunkt des Spiels die langsamste Ressource, weil man eben komplett nur auf die Felder setzen kann und die sind halt nicht ganz so schnell. Dadurch ist alles, was Nahrung kostet, meistens ja, resultiert das darin, dass man halt ein wenig später erst in die Ritterzeit kommen kann. Und wer später in der Ritterzeit ist, hat in der Regel das Nachsehen, wenn es halt einen großen Abstand in der Zeit gibt. Und wir können, wenn wir mal zum Gegner rüberschalten, auch genau den Unterschied ausmachen. Der Gegner ist nicht mal in der Nähe, die genügend Ressourcen zu haben, um in die nächste Zeit zu gehen. Und Zendax ist halt jetzt schon auf dem Weg und kann der Gegner hier schon so ein bisschen vom Gold weghalten. Er kriegt hier noch Villager-Picks, wenn er aufpasst. Aber er kümmert sich eher um die Armee gerade. Finde ich auch sehr gut, dass er immer noch dieses Micro macht. Aber hier kann er halt richtig viele Kills kriegen, wenn er die da stehen lässt. Ja, super Sache. Der Gegner hat halt jetzt extrem viel wirtschaftlichen Schaden gefressen. Und jetzt könnte Zendax halt einfach fröhlich zurücklaufen. Die Verstärkung kommt auch schon, das ist natürlich auch super. Zu Hause liegt die Wirtschaft ein kleines bisschen brach. Wir sehen, er hat sehr, sehr viel Holz schon. Das kann er natürlich gleich sofort in neue Dorfzentren investieren und auch vielleicht noch ein, zwei neue hier Archery sich holen. Crossbow, Botkin Arrow kommt sofort. Ich würde auch direkt das nächste Upgrade für die Säge machen, damit man auch weiterhin viel Holz sammelt. Aber man muss schon ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt des Spiels hat Zendax gewonnen, denn der Gegner kann sein Gold nicht mehr benutzen und hat jede Menge abgegradete Briten Armbrustschützen in seiner Base rumlaufen, die halt nochmal mehr Reichweite haben, als der Hunde es überhaupt hinkriegen könnte. Und jetzt macht Zendax es sehr gut, er campt hier und fängt seinen Gegner im Prinzip hier ein und wir sehen, der kann nirgendwo mehr hin, der hat sehr, sehr viele, der KI-Spieler weiß nicht, wohin mit seinen Leuten, der könnte die ja wenigstens mal einquartieren. Aber da Zendax auch außerhalb der Reichweite des Dorfzentrums schön mit diesen Leuten stehen bleibt, wahrscheinlich auch auf Stand Ground gestellt, das heißt, dass die immer rumstehen einfach nur und nicht ins Dorfzentrum latschen. So kann er den Gegner halt jetzt gerade von allen Ressourcen im Prinzip effektiv fernhalten und seine Bevölkerung immer weiter nach unten bringen. Wir schauen mal, wie die Bevölkerung eigentlich ist. 29, ja, der ist tot auf jeden Fall. Wir sehen, der Zendax produziert auch zu Hause schön weiter seine Dorfbewohner, hat sich zwei neue Dorfzentren geleistet, das sehe ich sehr gerne und boomt hier fröhlich nebenher. Also, ich sehe eigentlich nichts, was ich hier kritisieren müsste, bis auf, dass du halt die Upgrades manchmal ein bisschen zu spät gemacht hast, aber das ist halt wirklich eine ganz kleine Angelegenheit. Wir sehen, er nutzt die Choke Points hier auch super, also die Engpunkte, die man zum Upwallen benutzen kann, hat er seinen Häusern zugekleistert. Alles sehr, sehr gut gemacht. Ich würde sagen, für den Multiplayer auf dem Bereich, in dem du dich gerade befindest, also hast du ja gesagt, du bist ungefähr 1600er, bist du mehr als bereit.
Und ja, die schwerste KI ist für Zenyaks mit dieser Strategie zumindest kein Problem mehr. Und wir sehen, wie das Ganze, wenn man die Build-Order befolgt, hier wunderschön funktionieren kann. Und da sollte die KI auch für niemanden, der diese Strategie so gut befolgt, wie der Zenyaks das jetzt gemacht hat, ein Problem sein. Also ich habe eigentlich nur Loop für ihn übrig in diesem Replay. Und auch was er jetzt gut macht, das habe ich auch schon mal empfohlen, dass er eben mit seinen Dorfbewohnern nach vorne läuft, um noch einen Siege-Workshop zu bauen, also eine Waffenschmiede, um dann halt Belagerungswaffen zu machen und dieses Spiel zu Ende zu bringen. Allerdings weiß ich, dass die KI auch bald hier aufgibt. Ich habe das Replay halt schon mal kurz durchgeschaut, um zu wissen, wie lang es ungefähr geht. Also der Gegner hört jetzt hier auf. Natürlich ist das für den Gegner auch nicht mehr zu retten hier. Zenyaks ist halt sehr, sehr weit vorne und kann auch, wenn er halt jetzt mehr auf Gold getan hätte, bald auch über die Imperialzeit nachdenken und dann ist er sowieso die Messe gelesen. Aber der Gegner war auch niemals in der Position, hier irgendwie nochmal das Ganze rumzureißen. Da hat Zenyaks sehr gute Kombination aus Makro und Micro gezeigt. Ja, also ich bin sehr zufrieden damit, bin sehr stolz, dass ein langer Zuschauer, der schon lange dabei war sozusagen, schon einige Community-Spiele auch gemacht hat, dass er sich deutlich verbessert hat, seit ich ihn das letzte Mal habe spielen sehen. Und ich weiß nicht genau, wann dieses Replay nochmal eingeschickt worden ist, aber seitdem hat er sich vielleicht auch nochmal ein Stückchen verbessert. Also ich bin auf jeden Fall sehr stolz, dass er das hier so gut gemacht hat. Wir schauen mal eben in die Statistiken hier rein. Da sehen wir, dass die Kills auch eine sehr, sehr hohe Kill-Death-Ratio hier hat. Also er hat nicht so viele Einheiten verloren und einiges gekillt. Ja, wirtschaftlich dürfte das natürlich keine Überraschung sein, dass er der Gegner so weit voraus ist. Und hier sehen wir nochmal die Zeiten. 10:16 ist eine hervorragende Zeit für einen solchen Rush. 22:47 ist ebenfalls noch sehr, sehr gut. Ja, also eigentlich habe ich wirklich nichts zu meckern. Das ist wirklich eine schöne Sache. Da kann man nochmal sehen, wie eben so ein Rush sehr gut funktionieren kann, wenn man ihn gut ausführt, eine gute Map hat, wenn man am Ball bleibt und den Gegner an den richtigen Punkten auch stört dann. Also vielen Dank, Zenyaks, fürs Einschicken und gerne, wenn du auch mal im Online-Spiel unterwegs bist, kannst du nochmal was Neues schicken. Ich glaube, mit der KI bist du mittlerweile unterfordert auf jeden Fall. Wenn ihr was Eigenes einschicken wollt oder schon was eingeschickt habt, was ich noch nicht kommentiert habe, müsst ihr beachten, dass ein neuer Patch vor, sag ich mal, einem Monat oder so rausgekommen ist, der 5.5-Patch, das ist alles, was mir davor geschickt wurde, kann ich nicht mehr laden in diesem Spiel. Das habe ich auch einigen jetzt als E-Mail zurückgeschrieben, dass es nicht funktioniert. Ich habe jetzt länger keine Analyse mehr gemacht und habe so ein bisschen gepennt, was das angeht. Also, wenn ihr eine Analyse haben wollt, dann müsst ihr mir etwas Neues schicken. Und diejenigen, die ich halt mit E-Mail nochmal angeschrieben habe, die werden ja auch wissen, was ich dann da genau an Anweisungen gegeben habe. Also, ich hoffe, euch hat diese Analyse gefallen und dem Zenyaks auch irgendwo geholfen, beziehungsweise darin bestätigt, dass es sehr gut läuft bei ihm. Und ich freue mich auf weitere Einsendungen. Euch wünsche ich wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim eigenen Spielen. Bis zum nächsten Mal.